Ja, also es geht jetzt von unserer Maria zur Maria Magdalena. Und das ist jetzt so ein Gemisch aus der Überlieferung und von meiner Deutung, weil mir aufgefallen ist, dass das Evangelium beginnt mit der Begegnung Marias mit der heiligen Ruach. Ja? Also irgendwie ein innerseelisches, äußerseelisches, ist egal. Sie hat ein Erlebnis, ein spirituelles Erlebnis und sie weiß, dass sie schwanger ist. Und am Ende des Evangeliums haben wir Maria Magdalena. Wenn wir nicht die ganzen, ich sage jetzt mal Spürkenkicker-Geschichten, ich weiß nicht, wer kennt das Wort? Wenn wir die nicht noch hinzunehmen, die dann hinzugefügt wurden, um dann die Jünger als die zu präsentieren, denen der Auferstandene erschienen ist. Und ich will aufzeigen, dass im Grunde genommen das Evangelium von Jesus Christus, dem Muttersohn, beginnt mit einer Frau und endet mit einer Frau. Also das war mir ganz wichtig. Und da ich mich nun sowieso sehr in Maria Magdalena hineingekniet hatte, ja, war es für mich angebracht, auch darüber was zu schreiben. Ich habe das getan in einem größeren Aufsatz über Träume. Träume im Alten Testament, Träume im Neuen Testament. Und zu den Träumen gehören natürlich auch diese Visionen. Ja? Im Neuen Testament beginnt es erst mit den Träumen des Josef. Das haben wir ja schon erklärt. Im Anschluss an den alttestamentlichen Josef. Und er ist ein Mann, der auf die Träume hört, danach handelt und so weiter. Dann haben wir im Neuen Testament noch einen Traum von der Ehefrau des Pilatus. Wir hören nur, sie hat geträumt und sie rät ihrem Mann, dass er den Jesus nicht verurteilen soll. Aber wir erfahren nicht, was sie geträumt hat. Nur, dass sie wirklich erschreckt ist durch den Traum. Aber letztlich ist der Traum wirkungslos, weil der Pilatus sich ja dem Druck der Juden daran orientieren musste und der verpufft. Es ist ja bezeichnend, dass die Frau eines römischen Statthalters sich hier Sorgen macht um das Urteil, das ihr Ehemann fällt in Bezug auf diesen Jesus. Also muss der Traum ihr irgendwas gesagt haben, aber ich hätte es wahnsinnig gern gewusst, was es war, aber es wird nicht gesagt. So. Ganz anders geht es dann nach der Kreuzigung Jesu den Frauen in seinem Gefolge. Wenn man die Evangelien so nacheinander liest, dann merkt man, dass sie sehr, sehr unterschiedlich von dieser Auferstehung berichten, aber dass sie sich in einem doch einig sind. Es waren die Frauen, die zuerst mit dieser, sag ich mal, Auferstehungsbotschaft vertraut wurden. Sie entdeckten das leere Grab, weil sie waren da, sie wollten den Leichnam Jesu salben, was sie nicht mehr konnten, weil der Freitag dazwischen war und dann das Sabbatgebot nach Sonnenuntergang keine Arbeit mehr zulässt. Also sind sie sofort dann am Montagmorgen, was unser Sonntagmorgen ist, hin und wollten das nachholen, ihn salben. Ging nicht, Grab war leer. Und nun sagen alle Evangelien, dass die Frauen einen Verkündigungsauftrag hatten. Und zwar einen Verkündigungsauftrag an die Jünger. Daher wird sie in gnostischen Texten genannt die Apostelin der Apostel. Ja, Apostel waren die Schüler Jesu eben, die diesen Auftrag hatten. Aber der Auftrag war, das Reich Gottes zu verkünden und nicht die Auferstehung. Und jetzt ist es eine Begegnung bei Johannes. Das ist die zündende Begegnung, glaube ich, die ganz, ganz viel ausgelöst hat. Es ist praktisch nur ein Satz oder zwei Sätze und es ist phänomenal, welche Wirkungsgeschichte die haben. Ja? Also, wir erfahren, dass Jesus sie geliebt hat. Das war schon vorher im Evangelium. Ich habe schon erzählt, dass sie eine reiche Frau war und dass sie die Finanziererin des Lebens der Jünger und Jesu war. Und dass sie sehr, sehr an seiner Botschaft interessiert war. Wir kennen die Begegnung am Ostermorgen und die Begegnung alleine, die berichtet nur Johannes. Es kommt ihr eine Gestalt entgegen und es ist der Gärtner, denkt sie erstmal und dann sagt sie, sag mir doch, wohin habt ihr ihn gelegt? Weil sie hat das leere Grab entdeckt und ist natürlich verzweifelt, wo ist er jetzt? Und dann sagt er nur einfach Maria. Und an dieser Reaktion, sie weiß sofort, dass er es ist, und sagt Rabuni. Und das wird übersetzt in der Bibel mit Meister. Nein, Meister ist der Rabbi. Sie sagt aber Rabuni. Und das ist eine Zärtlichkeitsform, was so viel heißt, auch mein Meisterle.
Ja, Zärtlichkeit, Verniedlichungsform können wir auch sagen. Und daran merkt man, dass sie ein unheimlich intimes Vertrauensverhältnis gehabt haben mussten. Weil das hätte sonst niemand getraut zu sagen. Und auch, dass sie allein, weil sie hat ihn gesehen, hat nichts gemerkt. Das war der Gärtner, dachte sie. Nun war sie auch gar nicht auf sowas eingestellt. Nur an dem einen Wort Maria erkennt sie, dass er es ist. Und da steckt so viel Intimität drin. Sie hat ja oft wahrscheinlich ihn den Namen aussprechen hören. Und dann sagt er nur, rühr mich nicht an. Das heißt im Klartext, sie war drauf und dran, ihn zu umarmen. Ja, sonst braucht er das ja nicht zu sagen. Rühr mich nicht an. Und das heißt so viel, halte mich nicht fest. Und dann, ich bin noch nicht zum Vater aufgestiegen. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das ist eine eindeutige Abgrenzung von alledem, was in seiner Religion als Gott bezeichnet wurde. Wenn er zu meinem Vater und eurem, er kann auch sagen, ich fahre auf zum Vater, ich fahre auf zu Gott. Ja? Warum sagt er das? Zu meinem und eurem, also dem ich euch gelehrt habe. Ja? Es ist also ein völlig anderes Gottesverständnis, was er in seiner Verkündigung untergebracht hat. Und nochmal diesen Satz, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater, eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Dieser Satz, den nur Johannes so überliefert, verträgt keine weiteren Erscheinungen. Das ist eine endgültige Botschaft, sag du das. Und wenn dann in der Nachfolge alle möglichen Geschichten erzählt werden, und dann hat er gegessen, dann hat er nicht gegessen, und dann hatte er einen physischen Leib, und dann hatte er, nein, einen Geistleib, dann ist er durch Wände gegangen. Also, und das nenne ich jetzt Spökenkicker-Geschichten. Ja? Weil hiernach darf nichts mehr kommen. Wenn er doch selber, dann kann er, erscheint selber, dann sagt er das doch alles. Warum gibt er ihr diesen Auftrag? Und es geht eindeutig den Evangelisten selber darum. Es kann aber auch sein, dass es Nachträge sind. Das heißt oft Nachtrag. Und dann sind das überhaupt nicht die Evangelisten, die das geschrieben haben, sondern das sind jene Männer, die dann die Gemeinde übernommen haben und die dann nicht ertragen können, wie eine Botschaft, die allein auf der Aussage einer Frau oder auch drei Frauen, das wird jetzt unterschiedlich berichtet, manchmal sind es auch drei Frauen, denen er begegnet ist, die da gemeinsam waren, aber immer lautet der Auftrag, geht hin und verkündigt meinen Brüdern. Und damit kann natürlich ein Glaube, der so aus dem Rahmen fällt, dass nicht mal die Jünger kapieren, was wirklich los war, kann nicht leben. In einer Welt, in der die Frau überhaupt nicht zeugnisfähig ist, man glaubte der Frau per se nicht, vor Gericht war ihre Aussage null und nichtig, und darauf eine Religion aufzubauen, ist natürlich sehr problematisch. Ja? Und vielleicht waren auch die Jünger oder die Verfasser dieser Nachtexte einfach realistisch. Ich weiß es nicht, was gewesen wäre. Auf jeden Fall haben wir in den gnostischen Texten, da bleibt Maria die führende Kraft, auch wenn die Jünger sich darüber aufregen. Und sie ist es überhaupt, der zu verdanken ist, dass diese Verkündigung weitergetragen wurde. Selbst im Neuen Testament heißt es, und die Jünger kehrten zurück zu ihren Boden. Ja? War nix, war ein Flop das Ganze, und sie machen wieder wie früher weiter, gehen an ihre Arbeit. Und dann heißt es in den gnostischen Texten, dass Maria ihnen sagt, was sie erlebt hat, und jetzt, wie reagieren die Jünger darauf? Im Evangelium nach Philippus wird von den Jüngern gefragt, weshalb Jesus Maria mehr liebt als sie. Die Jünger, so beschwert sich Petrus im Evangelium, der Pistis Sophia, behauptet, dass Maria viel rede und er daher nicht zu Wort komme. Also wenn wir das durchgehen, dann kommt unter anderem, andere sagen auch, dass sie lügt und sie ist ganz verzweifelt. Was? Wie kannst du glauben, dass ich lüge, wenn es doch den Herrn betrifft? Ja? Also wo sie so ein Verhältnis zu Jesus hat, ist doch irrsinnig zu glauben, dass sie irgendwas Falsches über ihn sagt. Jedenfalls kommt sie nicht durch und dann kommt ihr ein Jünger zu Hilfe und Petrus sagt noch, was soll sie denn wissen,
was wir nicht wissen. Wieso soll unser Herr ihr was sagen, was er uns vorenthalten hat? Also es ist ein Unding und es heißt im Grunde genommen, die Jünger haben nichts begriffen. Jedenfalls nicht das, was ich für wesentlich erachte. Und dann kommt aber der Maria doch ein Jünger zu Hilfe und der sagt, Petrus, wie kannst du sie der Lüge bezichtigen? Wie kannst du sowas sagen? Siehst du nicht, wie verzweifelt sie ist? Und der stoppt dann den Petrus und dann wird auch nochmal deutlich, was ist die Verkündigung? Und sie ermuntert die Jünger, die Angst haben und nichts mehr machen wollen. Und sie hat aber ein Interesse daran. Ich meine, ist ja verständlich, ja? Da wird das Weibliche so in den Mittelpunkt gerückt in der Jesu-Lehre, die weibliche Werte und so weiter. Und nun sieht sie, dass alles den Bach runtergeht, wenn sie nicht die Jünger antreibt. Die hätte ja nicht als Frau alleine über Land gehen können oder mit ihren anderen Frauen. Ja, vielleicht wäre sie gesteinigt worden, ich weiß es nicht. Aber wer hätte denn auf sie gehört? Ja, Frauenwort. Und das heißt, sie setzt alles daran, die Jünger auf Trab zu bringen. Ja? Und sagt, jetzt geht doch. Er hat euch doch gesagt, ihr sollt das Reich Gottes verkündigen. Und genau das ist natürlich der Knackpunkt, denn es ist ja nicht das Reich Gottes verkündigt worden. Und das war eine unter vielen Botschaften. Wenn wir mal bei Paulus lesen, und der ist ja nun mal der erste Verfasser überhaupt evangelischer Texte, mit seinen Briefen, ja, die sind ja nun mit ins Neue Testament gekommen. Und die stehen am Anfang. Und damit ist eine Weichenstellung passiert, die ja sehr schlecht war für die Kirche, würde ich sagen. So, dann wird erzählt über den Jünger Thomas, dem begegnet er noch eine Woche später. Ja? Wenn Jesus zu ihr sagt, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, ja, dann ist es überhaupt nicht möglich, dass er dann noch eine Woche da so rumgurkt und sie hier besucht, da oben am See Genezareth sogar besucht er sie und dann fangen sie Fische und dann sitzt er schon und brät für sie. Und also das sind alles solche Geschichten, die wirklich nur unglaubwürdig sein können, wenn wir dieses aus dem Johannesevangelium nehmen und die gnostischen Schriften dazu. Aber die gnostischen Schriften, die wurden eben auch verboten. Und die berichten ausführlich. Und dann ist ja noch vor wenigen Jahrzehnten dieses Evangelium der Maria gefunden, das sehr aufschlussreich ist, das ich also in diesem Buch Maria Magdalena behandelt habe und auch interpretiert habe. So, also kurz gesagt, alles, was über Auferstehung ist, was über Maria Magdalena und die Frauen hinausgeht, ist für mich spätere Zugabe, um das Ganze männergerecht präsentieren zu können. Ja, dass die Männer selber dieses Auferstehungserlebnis hatten. Und es heißt ja auch, man musste dem Auferstandenen begegnet sein, um Jünger sein zu können. Aber eben auch mit ihm gegangen sein. Darum ist ja eben Paulus, sagt ja, ich habe doch den Herrn gesehen, ja, weil er eben seine Vision hatte, von denen einige sagen, dass es ein epileptischer Anfall war. Wäre mir auch egal, in welchem Rahmen er die hatte. Nur auffallend ist, dass er völlig egoman nur auf diese seine Vision fixiert ist und ansonsten schreibt, wozu er Lust hat. Er hat sein eigenes Evangelium gebracht und das hat für mich null und nichts mit dem zu tun, was Jesus verkündigt hat. Ja? Man findet vielleicht ein paar Sätze darunter, wo man sagen kann, ja, ja, okay. Aber wenn man wirklich mal durchliest, ja, insbesondere Korinther, dann merkt man, es ist so eine fremde Botschaft, so fremd von Vergebung durch das Kreuz und die Auferstehung, die er beimisst, weil Jesus selber hat ja nicht gesagt, verkündigt meine Auferstehung. Ja? Das ist ein Ereignis, Jesus lebt weiter. Wir sollten vielleicht auch mal 4 Möglichkeiten des Verstehens der Auferstehung mal durchspielen. Ich habe das immer in der Schule auch gern gemacht, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich von dem einen oder anderen auch zu distanzieren. Ja? Also erste Möglichkeit ist Auferstehung als physisches Geschehen. Darauf wird ja auch immer wieder Wert gelegt. Jahrhundertelang war dies die gängigste Vorstellung, die Forscher noch heute dazu beflügelt, die Spuren Jesu nicht nur bis nach Indien zu verfolgen, sondern auch das leere Grab als Beleg für eine physikalische Umwandlung des Leibes Jesu zu begreifen. Also für mich schwer verständlich, aber diskursiert. Für andere gewinnt die leibliche Auferstehung nur dann an Plausibilität, wenn Jesus nicht wirklich tot war und aus einer Art Koma erwachte oder mit Hilfe von den Heilkräutern, wie ich sagte, 100 Pfund wurden da reingelegt, an Vermögen, dass er dadurch aus dem Koma wieder erwacht ist.
Für diese Version spricht zum Beispiel der Bericht des Johannes, wonach der einstige Gesprächspartner Jesu, Nikodemus, ein wahres Vermögen an Grabbeigaben spendete und hier, wie gesagt, 100 Pfund Myrrhe und Aloe zusammen mit dem Korpus Jesus in die Leinentücher wickeln ließ, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Ja? Und dann Jesus zurück ins Leben verhalfen, das steht bei Johannes 19, 39. Aber da steht es nicht, dass dadurch das passiert ist, aber es steht, dass das in die Leinentücher mit eingewickelt wurde. Dazu würden auch die zwei Jünglinge am Grab passen, die von Johannes zwei Engel in weißem Gewand genannt wurde, die Lukas jedoch als zwei Männer in gleißenden Gewändern beschreibt. Waren sie möglicherweise Mitglieder der bekannten Sekte der Therapeuten oder Essener, die ihm behilflich waren? Jesus hatte ja ganz engen Kontakt zu diesen Essenern, die am Toten Meer lebten. Und viele gehen auch davon aus, dass er dort eine ganze Weile mitgelebt hat und dass er von ihnen sehr viel übernommen hat. Wie zur Bestätigung dieser These schreibt Lukas, dass sich der Auferstandene durchaus anrühren ließ. Während er bei Johannes, der Maria Magdalena, genau dies verwehrte, um es dem zweifelnden Thomas eine Woche später zu gestatten. Also das ist für mich auch so unsinnig. Zu Maria sagt er, nein, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Und dann sagt, komm, leg doch deine Hände in meine Seiten, dann kannst du fühlen. Ja, und ich meine, man merkt einfach, dass, Hirngespinste. Ja, es ist einfach nur zur Legitimierung, warum die Jünger die Ersten sind und nicht Maria Magdalena. Ja, zum Ausgrenzen. Dazu gibt Lukas dann die erklärenden Worte, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Also ich bin keine geistige Erscheinung, ich bin physisch. Ja? Jesus bekräftigt diese Worte, indem er sich einen gebratenen Fisch bringen lässt und ihn vor den Augen seiner Jünger verzehrt. Es gibt mehrere Begegnungen mit dem Auferstandenen, die nicht alle leibhaftiger Natur sind. Damit komme ich zur zweiten Möglichkeit, das Geschehen zu verstehen. Die Auferstehung als geistiges, äußeres Geschehen. In diesem Verständnis ist nicht mehr vom leibhaftigen Jesu die Rede, sondern der Auferstandene erscheint in einer Art Geistleib. Damit können vielleicht Anthroposophen sehr viel mehr anfangen. Er kann durch verschlossene Türe und Wände gehen, lässt sich nicht berühren und nimmt auch keine Nahrung zu sich. Dennoch begegnet der Auferstandene in einer objektiv wahrnehmbaren Weise, sodass der Erscheinung ein konkretes, in seinen Folgen erkennbares Geschehen voraufgegangen sein muss. Dagegen steht eine dritte Version: Auferstehung als geistiges, inneres Erleben. Hier wird unter dem Begriff Auferstehung kein objektives Geschehen, sondern vielmehr ein innerpsychisches, subjektives Erleben verstanden. Es basiert auf persönlichen Visionen und Auditionen Einzelner, die für andere weder sichtbar noch hörbar sind. Also ich denke so zum Beispiel wie auch die Marienerscheinung, die die Frauen da auf den Philippinen hatten. Die hatten ja nicht alle dieselbe Erscheinung. Jeder hatte ihre eigene. Ja? Die haben sie dann hinterher ausgetauscht und dann kam raus. Also es war alles irgendwie bei jeder anders. Es ist dieses Verständnis von Auferstehung, das dem Bericht des Johannes zugrunde liegt. Schließlich ist es das einzige Ereignis, das von einem Individuum allein erlebt wurde und keine weiteren Zeuginnen kennt. In allen anderen Texten ist Maria Magdalena mit den anderen Frauen zusammen, die bei ihr sind. Da variieren zwar die Namen, aber es sind immer noch zwei, mindestens zwei, einmal sind es auch drei, andere Frauen, die mit ihr gehen. Und nur bei Johannes haben wir diese Zweierbegegnung zwischen Jesus und Maria. Stoßen wir also in der Maria Magdalena-Geschichte auf den Ursprung der sogenannten Auferstehung, aus der sich dann alle anderen Berichte ableiten, die etwas Unbeweisbares beweisen wollen. Immerhin war der Gedanke an eine Auferstehung Jesu die zündende Idee, von der nach den Frauen auch die Jünger ergriffen wurden. Ohne diese Idee der Frauen wären die Lehren Jesu mit größter Wahrscheinlichkeit versandet. Niemand hätte von ihnen Notiz genommen, waren doch die Jünger darauf und dran gewesen, an ihre Arbeit zurückzukehren und hätten den für sie mittlerweile nicht recht gefährlichen Jesus-Spuk auf sich beruhen lassen. Weil sie waren ja doch immer noch in der Gefahr, auch von den Römern festgenommen zu werden, ja, weil sie ja zu dieser Jesusbande gehörten. Obwohl die Tendenz bei den Römern immer war,
nicht so ganze Gruppen auszurotten, sondern einfach den Kopf, die sagen, nimm dir den Kopf, und dann lösen die sich sowieso auf. Ja, weil die sich dann nicht mehr selbst organisieren können. Also diese Gefahr, in der die Jünger standen, wird von Theologen sehr unterschiedlich eingeschätzt. Ja? Andere sagen, ja, ist ja verständlich, dass sie Angst hatten, und die mussten sich ja auch verstecken und so weiter. Und andere sagen, war gar nicht so groß die Gefahr, dass die Römer das taten. Aber wie gesagt, ich will das nicht entscheiden. Manche waren bereits in ihre Dörfer zurückgekehrt, nachdem sich Jerusalem für sie als heißes Pflaster erwiesen hatte. Doch es gibt noch eine vierte Möglichkeit, Auferstehung zu begreifen, die allerdings mit den genannten drei Versionen nichts mehr zu tun hat. Und das ist eben als viertes Auferstehung als symbolische Erfahrung. Im Mittelpunkt steht hier nicht ein Geschehen oder Ereignis, sondern das Faktum, dass Jesus bis heute in den Schriften ebenso wie in den Seelen vieler Menschen nach wie vor lebendig ist. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil er verkündigt und glaubend verehrt wird. Wie es der Theologe Bultmann seinerzeit formulierte, ist Jesus in die Verkündigung hinein, in das sogenannte Kerygma, auferstanden. Also mit jeder Verkündigung steht dieser Jesus neu auf im Gegenüber, dem ich verkündige. Er muss natürlich dann erstmal in mir auferstanden sein und dann wird es weitergegeben. Und das sagt Bultmann, das ist das Verständnis, das wir eigentlich heute, wo wir ein rationales Weltbild haben, aber ich will gar nicht darüber entscheiden, ja? Es ist ein Angebot, sich eine Version auszusuchen, was einem am besten, zu einem am besten passt. Hier wird seine Auferweckung zu einem Symbol für das Überleben der Gestalt und Verkündigung Jesu. Die Entdeckung der Möglichkeit eines rein symbolischen Verständnisses der Auferstehung wird nun allerdings in der Theologie zum Anlass genommen, den historischen Jesus und seine Lehren abzuschreiben und stattdessen die Briefe des Apostels Paulus in den Mittelpunkt zu rücken. Im Vergleich zu den Evangelien, die aus einem längeren Entstehungsprozess mit mehreren Verfassern hervorgegangen sind, gelten die Briefe des Apostel Paulus als authentischer. Und man muss ja was greifen. Also für mich ist erstmal, was steht da drin? Das ist für mich wichtiger. Und ob das nun 100% authentisch ist, ob das hinterher jemand dazu geschrieben hat, zum Beispiel, ich glaube, es ist die Geschichte mit der Ehebrecherin, von der viele sagen, die steht nicht im Urtext des Johannes. Und trotzdem denke ich, die ist so gut und charakteristisch für die Haltung Jesu, dass ich denke, die ist so fantastisch erfunden, dass ich die auch nicht missen möchte. Und vielleicht könnten wir auch Geschichten schreiben, wenn wir uns wirklich in dieses hineinfühlen, die verlorene Wertschätzung des Weiblichen zurückgewinnen. Und hier wird eben ganz konkret geschrieben, dass den Pharisäern untersagt wird, indirekt sie zu verurteilen und das Gesetz an ihr zu vollziehen und sie zu steinigen. Ja? Also ich denke, das ist so fantastisch. Es kann ja auch sein, dass jemand das rausgenommen hat, jemand anders später dazugesetzt hat. Will ich gar nicht drüber spekulieren. Nur ich finde es wichtig, dass es da steht. Und für mich ist es jesuanisch. Ja? Ganz egal, ob man nun belegen kann, ja, genau, die Geschichte ist so passiert. Dass sich mit ihm jedoch die christliche Botschaft grundlegend veränderte, wird kaum gewusst gemacht. Und dass sich auch Paulus eine Vision des Auferstandenen beruft, sich durch sie zum Apostel berufen fühlt, sollen im letzten Teil Sinn und Zweck dieser Vision und jener der Maria Magdalena ebenso wie beider Folgen gegenübergestellt werden und miteinander verglichen werden. Also wir haben zwei Visionen. Einmal der Paulus zieht nach Damaskus, erweist sich als Feind der ersten Christenheit, will sie verfolgen, nimmt mit sich Tempelpolizei, um sie in Damaskus dann abzuführen und sozusagen nach Jerusalem zu verschleppen, damit sie dort eben gesteinigt werden können. So, das war seine Absicht. Und dann hat er also diese Version, er fällt vom Pferd oder was weiß ich wovon. Und die einen sagen, er hat eine Stimme gehört, die anderen sagen, er hat was gesehen. Auf jeden Fall ist er 3 Tage blind. Ja? Und das finde ich ein sehr schönes Symbol, weil ich halte ihn auch für blind, weil er macht sich selber blind. Denn wenn er sagt, und das sagt er, ich interessiere mich nicht für den Jesus dem Fleische nach. Ja? Das heißt, er ist nur auf irgendeiner geistigen Ebene, aber das ist seine geistige Ebene. Das ist ja nicht die geistige Ebene Jesu. Ja? So, ich kann auch sagen, manches ist symbolisch, stimmt vielleicht nicht dem Fleische nach, aber es passt gut zu dem Bild, was wir gewinnen im Neuen Testament. Also, die beiden so verschiedenen Visionen verfolgt nicht nur unterschiedliche Absichten, sie dienten auch unterschiedlichen Zwecken
und klafften in ihren Folgen stark auseinander. Fast erscheint es, als hätten die Frauen um Jesus mit der Auferstehung ihren eigenen Weg gefunden, um dem Tod seiner Botschaft entgegenzuwirken. Mit ihrem intuitiven Erleben des Auferstandenen haben sie sich ihren eigenen Traum vom Weiterleben dieser Botschaft erfüllt. Stellen wir uns einmal ihre Situation vor. Da hatten sie in Jesus einen Mann gefunden, der bereit gewesen war, aus seiner Begegnung mit Frauen Schlussfolgerungen im Hinblick auf seinen eigenen Glauben, sein eigenes Verhalten und seine eigenen Lehren zu ziehen. Ich habe ja das versucht, an diesen Geschichten mit der kananäischen Frau und der Samariterin deutlich zu machen, dass er da eine Kehrtwende gemacht hat. Sie hatten seine Bereitschaft erfahren, durch Frauen erfahrene Werte nicht nur selbst zu leben, sondern sie auch an die Männer weiterzugeben und sie von ihnen einzufordern. Und ich erinnere an die Bergpredigt, die ja im Grunde eine Zusammenfassung der Lehren Jesu ist und genau da diese ganzen weiblichen Werte enthalten ist. Ihre ganze Hoffnung richtete sich auf ihn. Und so hatten sie alles daran gesetzt, ihn dabei zu unterstützen. Als seine Mäzeninnen sorgten sie für jene materielle Grundlage, die es ihm und seinem Jüngerkreis überhaupt ermöglichte, ein Leben ohne berufliche Arbeit zu führen. Folglich waren sie mehr als nur seine Jüngerinnen. Es hätte für sie ein unvorstellbares Fiasko bedeutet, wenn seine durch und durch matriarchale Lehre auf der Strecke geblieben und nach seinem Tod nicht weiter verkündigt worden wäre. Ja? Dafür hatten sie ja jetzt die Jahre alles investiert, alles gegeben und nun hauen die Jünger ab und gehen zurück an ihre Arbeit und sagen, war nichts. Diese Gefahr aber bestand in der Tat, denn die Jünger hatten sich bereits vor Jesu Tod aus dem Staub gemacht. Einige von ihnen waren wieder in ihren Beruf gekehrt, dachten also gar nicht daran weiterzumachen. Erst durch das Erleben der Frauen, durch ihre Botschaft, der Herr lebt, wurde ihnen klar, die Sache Jesu geht weiter. Für die Frauen war Jesus eben nicht wirklich tot und folglich mit seiner Kreuzigung nicht alles zu Ende. Für sie war der Kontakt zu ihm nicht abgerissen. Und sie wussten, dass es auch in seinem Sinne war, dass die Verkündigung matriarchaler Werte weiterging. Dazu aber mussten sie die mutlosen und resignierten Jünger erst wieder neu inspirieren. Und es gelang ihnen in der Tat mit einer Vision des Auferstandenen. Hinzu kommt, dass sie in einem mythischen Weltbild lebten, das durchdrungen war von jenem getöteten matriarchalen Heros und seiner Auferstehung zu neuem Leben. Weil das können wir gar nicht unterschätzen. Das war ein Mythos, der durch die ganze Antike ging und ums ganze Mittelmeer. Immer dieses, die Göttin und ihr Heros. Ja? Und er muss in die Unterwelt oder mit der Natur, er vergeht. Ja? Und sie erweckt ihn zu neuem Leben. Und mit diesem Bild sind sie groß geworden. Ja? Ich meine, Maria Magdalena war ja eine gescheite Frau, die hat ja auch gelesen. Und die hat bestimmt auch griechische Texte gelesen, gehe ich mal davon aus. Es war ein selbstverständlicher Bestandteil des mythischen Weltbildes antiker Frauen, und zwar auch der jüdischen, wie wir es im Alten Testament nachlesen können. Ihr könnt mal gucken bei Hesekiel 8, Vers 4, da wettert der Prophet Hesekiel gegen die jüdischen Frauen, die im Tempel von Jerusalem diesen Heros in Gestalt des Tammuz beweinen. Ja? Tammuz wieder als Begleiter der Ishtar. Also der wettert natürlich und will deswegen alle töten und so weiter, ja. Aber das interessiert uns nicht. Aber immerhin wird berichtet, ja, in Jerusalem wurde noch der Tammuz verehrt und es waren die Frauen, die ihn beweinten. Dieser Heros war zum Frauengott geworden, der im ganzen Mittelmeerraum bekannt war. Als Dumuzi und Tammuz, als Adonis, Baal und Osiris. In Israel hatte er den Namen Jesus angenommen. Dieser Mythos senkte sich nunmehr auf die Gestalt des historischen Jesus. Er verschmilzt damit sozusagen, weil er ist ja nun auch tot. Ja? Und dann ist klar, dann muss er auch irgendwann wiederkehren. Zum wiederholten Male fand er in jenen Osterereignissen um den Gesalbten der Frauen seine Konkretisierung, also dieser Mythos. Gerade für sie war die Verkündigung seiner Botschaft von existenzieller Bedeutung.
hatten sie ihn doch als Verkörperung ihrer ureigensten Wahrheiten erlebt und ihn daher als Mäzeninnen und Freundinnen nicht nur materiell, sondern auch mit ihren Erfahrungen und Erkenntnissen, mit all ihrer Liebe und Zuneigung weitestgehend unterstützt. Das alles konnten sie sich durch die Kreuzigung nicht einfach nehmen lassen. Daher wussten sie nur eins: Sie mussten dafür Sorge tragen, dass die Sache Jesu, die zuallererst ihre Sache war, weitergehen musste. So war die Seele der Frauen bestens vorbereitet auf jenes Ostererlebnis, für das Maria Magdalena bei Johannes exemplarisch dasteht. Wenn die Frauen daher in allen vier Evangelien den Jüngern verkündigen, der Herr lebt, so ist diese Botschaft keineswegs ihre Erfindung. Es war ihr Leben. Aber mehr sagen sie auch nicht. Ja? Weil sie sagen nur, das ist unsere Erfahrung, der Herr lebt. Vielmehr konkretisierte sich darin jener uralte Mythos vom geopferten und auferstandenen Heros, der für die Frauen jener Zeit nun einmal Jesus war, der matriarchale Mann. Nur wenn die Frauen die Jünger dazu bringen konnten, seine Verkündigung von der Ausbreitung der Malchut, jenem Reich matriarchaler Werte, fortzusetzen, würde sich ihr Traum von einer gerechteren Welt erfüllen. Auch im gnostischen Evangelium der Maria wird das resignierte und lethargische Verhalten der Jünger nach dem Tod Jesu beschrieben. Aber auch, wie Maria Magdalena es schafft, sie dazu zu bringen, sich schließlich doch aufzumachen, um die Lehre von der Malchut zu verkünden. Hier befinden sich alle vier Evangelien im Einklang mit gnostischen Texten. Diese Übereinstimmung ist beachtlich, zumal bereits lange vor der Abfassung dieser Texte ein ganz anderer Auferstehungsbericht aufgezeichnet wurde, in dem nicht von einer Frau die Rede ist und der Name Maria Magdalena an keiner Stelle vorkommt. Muss man sich mal vorstellen. Der Verfasser Paulus, und ich habe ja schon gesagt, dass ich meine, dass die Evangelien als Protest gegen diese Version des Paulus geschrieben wurde. Der zählt auf, erst ist er dem Petrus erschienen, dann ist er dem Jüngerkreis erschienen und dann ist er 500 auf einmal erschienen, dann ist er dem Jakobus erschienen und zum Schluss auch mir, einer Fehlgeburt. Also das ist so diese Pseudo-Demütigkeit, die er da reinbringt. Aber zum Schluss auch mir und darum bin ich berechtigt, mich Apostel zu nennen, was wie gesagt die anderen Apostel abgelehnt haben. Wir haben ihn ja erst sehr viel später anerkannt, nachdem er schon ein bisschen Erfolg hatte. Das sagt Paulus von sich. Er bezeichnet sich als Fehlgeburt, Paulus. Ja, aber ich meine, das ist wieder dieses Untertreiben und Übertreiben. Aber hinterher seid meine Nachahmer und wer ein anderes Evangelium verkündet als ich, sei des Todes. Und solche Sachen kommen dann wieder. Da ist ja dieses Größenwahnsinn und dann sich so ganz klein machen, das gehört ja irgendwo zusammen. Also, und ich finde es schon beachtlich, dass die Evangelien und die gnostischen Texte doch diese Übereinstimmung haben. Es waren die Frauen und insbesondere Maria Magdalena, die mit ihrem Erlebnis praktisch die Botschaft Jesu haben weitergehen lassen. Und die ersten Verkünderinnen waren an die Jünger. Ja, so. Der Verfasser des Textes, also der Paulus, der nimmt im Grunde genommen mit seinen ganzen Schriften eine Verkehrung der Wirklichkeit vor. Und ich würde sagen, es ist hier mehr als eine Unterlassungssünde, dass er nur Männer nennt, denen der Auferstandene begegnet ist. Ja? Also ich weiß es nicht, ob er es nicht wusste oder ob er eben so ein Frauenfeind war, dass für ihn auch als, er war jüdischer Pharisäer, müssen wir dazu sehen, ja? Dass es für ihn gar nicht in Frage kam, eine Frau hier zu nennen, weil die gar nicht zeugnisfähig waren. Ja? Und von daher unwichtig. So. Durch die Wiederbelebung des uralten Mythos von der Auferstehung des matriarchalen männlichen Heros war es ihnen immerhin gelungen, die Verkündigung der Botschaft Jesu noch einmal in Gang zu bringen und so aus Jüngern Apostel zu machen. War die Begegnung mit dem Auferstandenen bei den Frauen das Endprodukt eines langen Weges, den sie mit Jesus gegangen waren, so war sie bei Paulus der Beginn. Auch für ihn hatte die Vision vom Auferstandenen umwerfende Folgen. Aber er hatte kein Fundament. Er hat den Jesus nicht erlebt. Er hat selber die Steinigung des ersten, also die Steinigung des ersten Christen Stephanus, er hat dabei gewohnt und er hat dazu gestimmt und davon wollte er mehr. Das war sein Fundament. Ja? Das ist also überhaupt nicht zu vergleichen. Woher soll er seine Botschaft haben?
Und er schreibt später, ja, ich war in Jerusalem bei den Jüngern und ich habe aber nur mit Petrus gesprochen und von allen anderen habe ich gar nicht gesprochen. Und ich stelle mir jetzt mal vor, meine Güte, ich hätte da gesagt, ich hätte die alle gelöchert. Ich hätte gesagt, Mensch, erzähl doch mal, was habt ihr denn mit ihm? Ja? Und ich hätte mir 2 Wochen lang alle möglichen Geschichten angehört. Und er tut nichts dergleichen. Ja? Und da geht es auch nur, ob man Götzenfleisch essen darf oder nicht essen darf. Der Petrus meinte, darf man nicht. Paulus sagte, doch, darf man. Weil der natürlich auch an seine heidnischen, in Kleinasien dachte, ja, die nie irgendwas von Jesus gehört haben. Und denen bringt er ja diese christliche Botschaft zuerst. Die haben ja gar nichts anderes. Evangelien gibt es noch gar nicht, die entstehen später, ja, sodass er wirklich da die Grundlage für das Christentum gelegt hat, aber ohne Jesus. Und nur das, was er darüber sagt. Hier bietet sich ein Vergleich an. Wir erinnern uns, der junge Saulus hatte als Pharisäer der ersten Christenheit, ja, das habe ich schon gesagt, den Stephanus. Und er ließ sich die Vollmachten ausstellen und ging zuchtlos. Auf dieser Reise bekam ihn die berühmte Version, das sogenannte Damaskus-Erlebnis. Dann stellte sich ihm der Auferstandene in den Weg und fragte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und die Frage des Paulus, Herr, wer bist du? Erklärt ihn Jesus dann, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Das heißt, er soll auf andere erstmal hören. Und das ist alles, was er soll. Diese Begegnung erfüllt den Zweck, den vehementen Widerstand des jungen Pharisäers gegen Jesus und die Verkündigung des neuen Glaubens zu brechen und damit weiteres Morden zu verhindern. Verband sich mit der Begegnung des Auferstandenen bei den Frauen ein Verkündigungsauftrag im Hinblick auf die Jünger, denen gegenüber sie so zu Gesandtinnen wurden, so empfängt Paulus lediglich den Auftrag, sich von anderen Christinnen an- und unterweisen zu lassen. Ist ein völlig anderer Auftrag. Die Begegnung der Frauen mit dem Auferstandenen war hingegen etwas völlig anderes. Sie war Ausdruck ihrer Nähe zu Jesus, ihrer Vertrautheit mit ihm und Ausdruck ihres Anliegens, die Fortsetzung der Verbreitung ihrer und Jesu Lehren zu ermöglichen. Weil ich denke, dass in Jesu Botschaft ganz viel auch reingegangen ist, was er von diesem Frauenkreis gelernt hat. Ja? Das können wir nicht alles auseinanderdrösen, aber mit Sicherheit. Während es dem späteren Apostel um ihre Ausrottung ging, einschließlich ihrer Vertreterinnen. Eigenartiger und verständlicherweise verblieb er auch in späteren Jahren in einer auffälligen Distanz nicht nur zu diesen Lehren, sondern auch zum historischen Jesus. Das heißt, ihn interessierte im Grunde, und das merkt man auch in seinen ganzen Briefen, nur seine eigene Vision. Darum dreht sich alles. Ja, da sagen einige 1,5 Jahre, andere sagen 3 Jahre. Wer will das entscheiden? Ja, also 1,5 Jahre mindestens. In der Lehre des Paulus wird der Tod Jesu am Kreuz, zu einer göttlichen Erlösungstat hochstilisiert. Und das gibt nicht, also kein Evangelium gibt es her. Und ich weiß auch gar nicht, wie man darauf kommt, aber ich meine, ich habe eine These. Also hochstilisiert, ohne die es keine Vergebung für die Menschen geben kann. Man muss sich das mal wirklich in seinen Briefen durchlesen. Wenn ihr nicht an das Kreuz und die Auferstehung glaubt, dann seid ihr verloren. Dann landet ihr in der Hölle, dann habt ihr keine Vergebung. Anders geht es nicht. Und Jesus hat nie sowas gelehrt. Kreuz und Auferstehung werden bei ihm zu den beiden Eckpfeilern seiner Lehre. Völlig ignoriert werden dabei die Lehren Jesu, die Inhalte der Bergpredigt. Die Gleichnisse, mit denen er immer wieder die Malchut umschreibt, aber auch sein Bild Gottes als einem liebenden und vergebenden Vater. Ein Gott, der seinen Sohn am Kreuz töten lässt, um den Menschen vergeben zu können, läuft dieser Verkündigung völlig zuwider. Dennoch aber glaubt er, im Auftrag Jesu zu handeln und zu lehren. Und dennoch wird in der Kirche genau das aber gelehrt. Es wird ja nicht die Sündenlehre Jesu, die habe ich ja aufgedröselt in diese 4 Punkte. Das wird ja nicht gelehrt, sondern immer wieder dieser Paulus. Und ich denke, da ist ein so destruktives, neurotisierendes, auch zum Teil traumatisierendes Element reingekommen. Ich weiß, dass Frauen zum Beispiel, wenn es dann heißt beim Abendmahl, denn so erhält die Botschaft Jesu durch die Vision des Paulus einen zerstörerischen Rahmen. Wir reden hier immer von Framing. Ja, es ist ganz wichtig, in welchem Rahmen ein bestimmtes Ereignis berichtet wird
oder dann gestellt wird. Ja? Das kann ein völlig anderes Verständnis dann geben. Also, Vision des Paulus im zerstörerischen Rahmen, der die Seelen vieler Christenmenschen vergiftet. Tod und Sünde stehen nunmehr in der sich rasch verbreitenden Lehre des Apostels im Mittelpunkt. Aus der frohen Botschaft wird eine Drohbotschaft, die christianisierte Welt entsprechend zugerichtet. Doch Paulus leugnet nicht nur die Bedeutung des irdischen Jesus, er verflucht auch jene, die nicht an den von ihm verkündeten, erhöhten Christus glauben. Und das war ja so eine Sitte im Judentum, zu verfluchen. Es gibt einen ganz schlimmen Fluch, ich weiß nicht, in Belgien oder in Amsterdam, an diesem, das ist ein Denkmal für den Baruch de Spinoza, der ja aus seiner Gemeinde ausgeschlossen wurde, mit ganz, also einem so grausligen Fluch, dass er dem Teufel anheimgegeben wird und dass jeder, der ihm hilft, auch wieder ausgeschlossen wird und so. Also wirklich ganz schlimm. Und er macht es eben auch, der Paulus. Ja, dieses Verfluchen, das ist eine jüdische Praxis für diejenigen, die die Gemeinde verlassen. Entweder ausgeschlossen werden oder so verlassen. Ja, die werden mit einem Fluch weggeschickt. Ja, das ist ja so belastend für die. Ja, und wenn die anderen noch treffen, die dürfen kein freundliches Wort mehr zu ihnen sagen, aus der Gemeinde, auch wenn die ein Leben lang in der Gemeinde waren, dürfen ihnen nichts zu essen geben, nichts zu trinken, dürfen ihnen nicht helfen, dürfen ihnen kein Bett geben oder so, sie übernachten lassen, dürfen sie alles nicht. Dabei liegt in der Verleugnung des irdischen Jesus eine größere Gefahr für den christlichen Glauben als in seiner Vergöttlichung. Anders als der lebendige Jesus kann ein Gottessohn, der sich ermorden lässt, weil er glaubt, seinen Vater besänftigen zu müssen, der Männerwelt ebenso wenig als Vorbild dienen wie der mörderische Vatergott. Beide liefern weit eher einen Vorwand für Kriegsgehorsam, der aus Männern immer wieder Mörder macht und Söhne bereit, sich zu opfern. Bis heute dient Jesus weit mehr der Anbetung, denn als konkretes Vorbild für den Mann, das Jesus ja hatte sein wollen. Doch bis heute will die Kirche den erhöhten Herrn und nicht den sich selbst erniedrigenden Jesus, der Knechtsgestalt annahm, um den Erniedrigten zu dienen und diesen Dienst auch von den Männern seiner Umgebung einforderte. Stattdessen erklärt die Kirche die Vision zum Faktum, denn mit dem erhöhten Herrn ist offenbar mehr Staat zu machen als mit dem konkreten Jesus. Der Erste wird geglaubt und angebetet, während der Zweite selber Taten sehen wollte, Taten zugunsten von Frauen. Um genau diese Taten aber ging es den Frauen in ihren Visionen, Taten, auf die sie heute noch warten. Wieder einmal zerschlugen sich die Träume an der Großmannssucht und Herzenskälte der Männer. Dafür entspricht die Verfremdung der Lehre Jesu der Entfremdung der christianisierten Menschen. Ihnen wurde 2000 Jahre lang ein religiöser Glaube eingetrichtert, der nicht wirklich zu tragen vermochte und der seelischen Entwicklung eher abträglich als dienlich war. Ich habe mit Psychotherapeutinnen gesprochen und die haben mir erzählt, die psychiatrischen Anstalten sind voll von neurotisierten evangelischen Pfarrfrauen, ja? Die einfach nicht klarkommen, die in die Depression abrutschen, weil sie wahnsinnige Schuldgefühle haben. Das ist allerdings jetzt schon einige Jahre her. Ich weiß, heute lassen Sie sich scheiden. Bitte? Ja, heute, ja. So, und das war aber, als sie das noch nicht konnten. Als sie das noch nicht konnten, da landeten sie eben halt in der Psychiatrie. Ja? Und das beginnt dann mit einer Schwangerschaftsdepression und geht dann immer weiter. Und wir wissen ja, dass an allen Depressionen im Grunde genommen verdrängte Schuldgefühle sind. Und gerade Pfarrfrauen hatten überbordende Schuldgefühle. So, ich mache mal weiter, ja? Jesus selbst stufte den Kontakt zu ihm als lebendigem Wesen als höchst bedeutsam ein. Das zeigen jene Worte, die er an die Jünger richtet. Selig sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt, zu sehen, was ihr seht, und sahen es nicht. Und zu hören, was ihr hört, und hörten es nicht. Matthäus 13, Vers 16, folgende. Seine Jünger und Anhänger aber wechselten langfristig über ins Lager des Apostel Paulus, der sich zwar von den Visionen der Frau näherte, sich aber für den Lebenden nicht im geringsten interessierte.
Den Frauen aber war es darum gegangen, den Lebenden und seine Botschaft in den Seelen der Menschen zu neuem Leben zu erwecken. Und genau darin lag das enorme Potenzial des Auferstehungsgedanken, den Frauen der Welt schenken. Auch die Jünger entdeckten dieses Potenzial erst durch die Frauen. Doch machten sie daraus schon bald einen Machtfaktor, der Frauen wieder einmal ausgrenzte. Die Evangelisten berichten einstimmig darüber, dass die Jünger weder Maria Magdalena noch den anderen Frauen Glauben schenken. Wie es von ihnen heißt, kamen ihnen diese Worte vor wie leeres Gerede und sie glaubten nicht. Es heißt auch in einer Übersetzung Weibergeschwätz und sowas. Also alle reagieren negativ auf die Botschaft der Frauen und meinen, das können sie nicht glauben, müssen sie nicht glauben, aber das ist eben gut jüdisch, man glaubt an der Frau einfach nicht. Ja? Das heißt, Männer haben immer ihr eigenes Lügensystem auf die Frau projiziert und dort eben Lügen vermutet. Dieser männliche Unglaube im Hinblick auf die Worte von Frauen entspricht patriarchaler Tradition in der männlichen Verlogenheit, auf das weibliche Geschlecht projiziert wird. Vor Gericht zum Beispiel gelten sie bis heute, nicht nur im Orient. Die Aussagen von Frauen zählen weniger als die von Männern. Wer nun aber glaubt, der Unglaube der Jünger hinge an dieser Stelle mit der Ungewöhnlichkeit des berichteten Ereignisses zusammen und nicht etwa mit dem Geschlecht der Verkünderinnen, irrt gewaltig. Also wenn sie das schon nicht glauben konnten, dass sie einfach sagen, wir sind ihm begegnet und wir wissen, er lebt. Das war alles, was sie gesagt haben. Ja? Und was uns nun aber zugemutet wird, was wir alles glauben sollen an Auferstehungsmärchen, was die Jünger dann verbreiten. Ja? Also ich muss sagen, das ist 10-mal unglaubwürdiger als das, was die Frauen gesagt haben. Das zeigt der Umstand, dass die Jünger oder die Verfasser der Texte im Anschluss an die Frauen alle möglichen Begegnungen mit dem Auferstandenen produzieren. Wer wollte schon einen Glauben begründen, der sich lediglich auf die Erfahrung von Frauen berufen konnte? Die Auferstehungsbotschaft konnte also nur Glaubwürdigkeit erlangen, wenn sie den Frauen entrissen und auf die Grundlage eines männlichen Verstehenshorizonts gestellt wurde. Und das ist hier genau dieser Umschwung, daran hakt der Glaube bis heute. Ja, das gehört alles dazu für mich zusammen. Alle weiteren Auferstehungsgeschichten sind für mich reine Erfindung. Während hier bei der Maria Magdalena ich ein ganz genuines Erleben, das sie dort nochmal erlebt hat, erlebt ja. Ob das jetzt alleine in mir ist und ob sie dann wirklich den Gärtner für Jesus, das weiß ich nicht, aber die müssen ja irgendwas schreiben, weil damals konnte ich noch nicht sagen, sie hat in sich gespürt. Man hat alles in Geschichten gepackt, alles. Ja? In dem ganzen Märchen zum Beispiel. Ja? Man kann ja das äußere Geschehen auflösen und dann das innere Geschehen angucken. Aber das wurde eben gemacht. Aber ich finde, es ist so minimal in dieser Geschichte von Maria Magdalena, dieses einfach nur Maria Rabuni und geh hin. Das ist so minimal. Und wenn man dann die Geschichten hinterher liest, das ist so überbordend. Also ich kann dem überhaupt keinen historischen Wert beimessen. Dieses hat für mich einen historischen Wert, weil es ein tiefes Erleben ist, das passiert ist. Aber bei den Jüngern war es ja so, die hatten nicht ein tieferes Erleben, sondern die hatten den Wunsch, etwas zu rechtfertigen und ja gut, dann auch zu verkündigen. Aber erstmal wollten sie gar nicht verkündigen, das war ja kein erster Impuls bei ihnen. Es war ja der Impuls der Frauen, wir müssen diese Botschaft am Leben erhalten und wir können nicht als Frauen das machen. Wir brauchen dazu die Männer, das leben wir heute ja auch, dass man sagt, ja, wir brauchen die Männer dazu, wir können das nicht alleine machen. Das ist ja eben das Grundproblem der Frau im Patriarchat. Ja? Und von daher kann ich, egal was da nun im Ganzen steht, ob er gegessen hat oder nicht gegessen oder durch Wände und Türen gegangen ist und so, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil es ist für mich alles wirklich nur Rechtfertigung. Wir auch, wir auch, wir auch. Ja? Und das haben die Jünger ja oft. Wieso denn? Oder der Petrus zum Beispiel in den gnostischen Texten, da sagt er, wieso sollte Jesus ihr etwas gesagt haben, was er mir nicht gesagt hat? Ja? Also sowas ungeheuerlich, wie soll sie eine eigene Botschaft haben? Ja, sie hatte ja eine ganz eigene Beziehung zu ihm, mit der seine Beziehung gar nicht mitkommt. Jesus sagt zu ihm, gehe von mir, Satan. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, weil er sagt, oh Herr, das geschehe dir ja nicht, dass du gekreuzigt wirst, weil Jesus ahnt ja, dass er gekreuzigt wird. Ja, vielleicht hätte er gar nicht erst nach Jerusalem gehen sollen, aber er hat es halt getan. So, und dann geh von mir, Satan, weil er sagt, das geschehe dir ja nicht und sieh doch mal zu, ob du nicht, und er sagt, nein, wenn es mein Schicksal ist, ist es mein Schicksal.
Also das Christentum hat sich schon sehr früh abgespalten. Die Gnosis ist eine geistige Bewegung im ganzen antiken Raum. Die ist im Griechentum, die ist im Judentum und die ist dann auch übergeschwappt zum Schluss ins Christentum. Und viele sagen ja auch, Jesus war Gnostiker, weil Gnosis heißt einfach Erkenntnis. Während das Christentum lehrt, der Glaube ist alles. Dein Glaube hat dir geholfen und das war natürlich bei Jesus noch dein Glaube, dass du gesund werden kannst. Nicht unbedingt der Glaube jetzt an mich, das ist ja auch was anderes. Aber später war es so, wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet und wenn du nicht glaubst, bist du nicht gerettet. Und bei Paulus eben, wenn du meiner Botschaft glaubst, bist du gerettet, wenn du meiner Botschaft nicht glaubst, bist du nicht gerettet. So. Und dieser Glaube im Mittelpunkt, das haben die Gnostiker nicht mitgemacht. Die haben gesagt, nein, das Erkennen ist das Wichtige. Erkenntnis ist der Mittelpunkt und du musst deine Erkenntnis haben. Und wenn du die nicht hast, kann dir auch kein Glaube helfen. Und darum ist es auch so, dass sie den Menschen sehr unterschiedliche Erkenntnisse auch zugelassen haben. Es war keine Gleichschaltung, sondern und mit der Erkenntnis steigst du auf in geistige oder himmlische Höhen. So. Aber es war jedem Menschen überlassen, wie weit er war. Und da war nicht so eine breite Verkündigung, so ein Glaubensmuster, was du haben musst, sondern man guckte, wie weit bist du in deiner Erkenntnis. Und danach richtet sich dann dein Glaube. Und vor allem, das war sehr viel offener. Und in diese, und das ist, eine, wie gesagt, eine christliche Bewegung dann auch geworden. Erst war es nur antike oder auch jüdische Bewegung. Dann wurde es auch eine christliche Bewegung. Und die Kirche hat diese Gnostiker verfolgt, weil sie, die Gnostiker, überhaupt nicht die Machtstrukturen anerkannten, weil bei ihnen die Frauen genauso verkündigen konnten wie die Männer, weil sie sagten, die Frauen haben genauso ihre Erkenntnisse und das ist wichtig für sie. Also die haben diese Unterschiede nicht gemacht. Man weiß ja, dass die Gnostiker sehr viele mehr Texte hatten, die ja alle rausgehalten worden sind aus dem Neuen Testament. Die Elaine Pagels, die war damals die erste, die uns darauf, Versuchung durch Erkenntnis, wisst ihr noch das Buch? Ja, haben wir alle damals gelesen, Versuchung durch Erkenntnis. Die hat als erstes das in die feministische Theologie eingebracht, ja. Und ich bin da auch, also ich habe auch Aufsätze geschrieben über Gnosis, also in verschiedenen Bänden und so weiter. Und da wurde eben deutlich, dass Maria in der Gnosis einen ganz hohen Stand hatte. Also Maria Magdalena jetzt, ne? Nicht die Mutter Jesu, sondern die Maria Magdalena. Einen ganz hohen Stand, weil man sagt, die war sehr, sehr weit in ihrer Erkenntnis. Und es ist ja dann sogar dieses Evangelium der Maria, also der Maria Magdalena, gefunden worden, das unheimlich interessant ist. Und ich behandle das hier in diesem Buch. Aber leider hat es... Ich sage jetzt mal Zerstörungen, weil es ist so auffallend, wenn man an eine Stelle kommt, wo man wirklich so denkt, oh, was willst du darauf sagen? Zack, dann fehlt was. Fehlt was. Unleserlich oder was. Und danach wird ein Sprung gemacht und dann ist man wieder woanders. Und gerade immer an den Stellen, also mir ist es so gegangen, gerade wo ich dachte, oh ja, was sagt sie? Ja, Bruch. Ja, also das heißt, da haben Leute ganz bewusst Zerstörungen angebracht. Und diese Texte, also... Das ist ja dieses Evangelium der Maria. Das war ja auch gar nicht in den Funden. Also 1945 ist im Wüstensand, in der ägyptischen Wüste, in Nag Hammadi, haben Beduinen, der Sand der Wüste wird ja immer wieder verweht. Ja? Und irgendwo wurden Krüge freigeschaufelt. Und man muss vermuten, dass die Gnostiker, als sie so im 5., 6. Jahrhundert merkten, dass die Kirche sie dermaßen verfolgte, dass sie einfach sich nicht mehr halten konnten, dass sie ihre Texte in Krüge gepackt haben und dann vergraben haben in der Wüste. So. Und die waren praktisch so fast 2000 Jahre im Wüstensand. Und dann sind sie 1945, haben die Beduinen die gefunden und die hat man gedacht, ach toll, jetzt haben wir Brennmaterial. Und haben damit, ja im Zelt und in der Wüste ist ja schwer, Brennmaterial zu finden, damit die ihren Kaffee kochen konnten, haben die also angefangen, damit ihr Feuer anzuzünden. Brannte gut, ja, waren Pergamentrollen. Und dann ist, ich weiß jetzt nicht, wer das war, irgend so ein Forscher ist da rumgereist und ist bei denen im Zelt gelandet und sieht da diese ganzen Textrollen liegen und guckt hin und denkt, das ist ja Wahnsinn, das sind echte Schriften. Ja, ich meine, es ist ein Glück, dass der das überhaupt gefunden hat. Jedenfalls hat er den Beduinen gesagt, dass sie damit sehr viel mehr Geld machen können, als wenn sie nur hier Feuer anzünden. Dann haben die angefangen, das auf dem antiken Markt zu verkaufen. Ja, erst haben sie so rollenweise und haben sie gemerkt,
dann sind wir blöd. Dann haben sie das zerrissen und haben nach jetzt zum Teil sogar die Seiten nochmal wieder, also das sind ja immer so Abschnitte in einer Rolle und immer dann so abschnittweise. Dann haben sie einen Abschnitt noch wieder aufgeteilt und das wieder verkauft. Das ging jetzt dem Ende zu und die zahlten immer mehr und die wurden ganz verrückt, die konnten es gar nicht fassen, dass die für so ein Pergament da so viel Geld hergaben. Und dann hat, glaube ich, das war die C.G. Jung-Gesellschaft, die versucht hat, das aus aller Welt zurückzukaufen. Ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende, die da investiert haben, um die zu sammeln. Weil was hat einer davon? Der hat eine Viertelseite eines Textes, den er nie lesen kann. Ja, und dann kann er sagen, ist antik. Ja, und dann haben die es auch eingesehen, dass es viel mehr bringt, wenn man diese Texte jetzt sammelt. Und sicherlich sind dabei nicht alle Texte wieder zurückgekommen. Die ganze Menge waren ja auch schon verbrannt, ja. Das sind also immer nur Restbestände, die wir da haben. Aber immerhin ist es doch noch genug, dass man einen Eindruck bekommen kann von der gnostischen Lehre. Ja? Und auch dieses Evangelium der Maria, das ist sehr esoterisch. Den Aufstieg der Seele, dann werden die Feinde der Seele beschrieben, also zum Beispiel Wut und also Großmannssucht und sowas alles. Das sind die Feinde der Seele und wie man die dann bearbeitet, das ist so wie praktisch auch so ein Stück Psychotherapie, Selbstpsychotherapie, was dahinter steckt. Ja? Und wie gesagt, die Kirche hat von Anfang an diese Schriften verketzert, weil das waren ihre größten Feinde. Das ist immer so, die Feindschaft zwischen Brüdern. Sie waren ja auch Christen, sie hätten ja sie mit reinnehmen können. Aber die Gnostiker wollten das auch gar nicht, weil sie diese Kirchenhierarchie, diese Machthierarchie nicht akzeptierten, an der Frauen ja keinen Anteil hatten. Also bis ins 5. Jahrhundert hinein gab es in den gnostischen Gemeinden Frauen als Gemeindeleiterinnen. Sie hatten überhaupt keine Probleme damit und sie haben auch immer wieder diese Pistis Sophia, die Weisheit der Sophia, haben sie verkündet. Also sie haben auch so logisch gedacht. Also wie sie zum Beispiel sagen bei der Geschichte, dass Maria von der Ruhr überschattet wurde und dadurch schwanger, sagen sie ja, seit wann wird eine Frau von einer Frau schwanger? Ja? Die Ruhr ist doch weiblich, davon kann sie doch nicht schwanger sein. Ja? Und sie sagen so ungefähr, die dummen Christen, die haben das überhaupt nicht verstanden, die begreifen überhaupt nicht, dass dort ein geistiges Erleben stattfindet, dass in Jesus sich praktisch in ihr, ihr eigenes Männliches mit dem Weiblichen wieder verband. Ja? Und dass sie praktisch zu einer weiblichen Transzendenz gekommen ist und dass das der Beginn ist einer neuen Ära. Ja? Oder auch in, was sagst du? Es gibt auch eine Stelle, ich weiß jetzt nicht, wo die ist. Ja, gesündigt, nicht gesündigt. Was hat der Himmel denn davon, ob du gesündigt hast? Ja? Dieses sich konzentrieren, ist das eine Schuld in mich oder so? Ja, was hat der Himmel davon, ob du gesündigt hast? Was glaubst du denn? Ja? Also, das ist so erfrischend. Oder da erhebt sich dann der Jahwe und sagt, also der war ihr ganz großer Feind. Ja? Man musste, wenn man an eine gnostische Gemeinde eintrat, ihm abschwören. Weil die sagen, das ist ein böser Gott, der hat zu Mord und Totschlag aufgerufen. Und dann wird erzählt, dass der Jahwe sich erhob und sagt, ich habe die Welt geschaffen. So. Und dann kommt von oben diese Sophia und sagt, Nathanael, du lügst. Du lügst. Es war vor dir jemand da. Und ich war es. Und du weißt es nur nicht, weil du noch gar nicht da warst. Also erst eine viel spätere Generation. Und das stimmt ja auch, wenn wir denken, dass dieser Jahwe-Monotheismus ist im 6. Jahrhundert. Hat er angefangen, sich zu verbreiten. Es gibt so einen wunderschönen Text. Ihr wisst noch, ich bin das Haupt des Alls, wie ich vor allem jeden da bin. Ich bin der Ruf einer Stimme und so weiter. Und ja, sie nennt sich dann Mairothea, die Herrlichkeit der Mutter. Aber ich meine, Name ist das schon drauf. Das ist Nag Hammadi. Auch aus dem Gnostischen, ein Text von der Allgöttin. Das ist aber nur, es ist ein ganz, ganz langes Gedicht, ja, und da sind ganz, ganz viele Verse drin. Ich habe da ein paar daraus genommen und zusammengestellt. Da sagt sie so, hört denn auf mich, ihr Kinder der Einsicht, hört auf die Stimme der Mutter eures Erbarmens. Denn ihr seid gewürdigt worden, das von Ewigkeit her verborgene Mysterium zu empfangen. Ja, das Ende dieses Äons und des ungerechten Lebens ist nahe herbeigekommen. Und es ist erschienen der Anfang des Äons des Lichtes, in dem es kein Wanken und keine Erschütterung mehr gibt. Ich bin Mann weiblich. Ich bin Mutter und Vater. Bei mir selbst wohnend, mich mit mir selbst vereinigend und mich selbst liebend. Weil das All durch mich allein Bestand hat, bin ich der Mutterschoß der Erkenntnis des Alls.
die ich gebäre, das Licht, das der Nacht und das des Tages. Ich bin der zukünftige Äon. Ich bin die Erfüllung des Alls, Mairothea, die Herrlichkeit der Mutter, die ich erschallen lasse, eine rufende Stimme in den Ohren derer, die mich erkennen. Und ich lade euch ein in das Licht, das erhaben und vollkommen ist. Ja, die ist auch aus Nakamadi. Also wenn ihr euch da mal umseht in diesen Texten, da sind wirklich also fantastische Sachen drin. Fantastisch. Ja, aber ich finde es wirklich spannend, dass die Gnostiker wirklich im Einklang mit Jesus an dieser Wiederherstellung des matriarchalen Weltbildes gearbeitet haben. Das war ganz akut. Ja? Und das ist aber alles, dadurch, dass man die Gnostiker so verteufelt hat und richtig verfolgt hat, ist es alles wieder hinten runtergefallen. Und wir mussten ja, Jahrhunderte, Jahrtausende warten, bis man nun diese Texte gefunden hat. Man hatte ganz wenig gnostische Texte, die hatte man aus den Schriften der Kirchenväter, die ja immer die Gnostiker verdammten. Und die hatten längere Zitate, damit die Leute auch wussten, was sie verdammten und warum sie das verdammten. Und dann haben sich Leute die Mühe gemacht und haben aus allen Schriften der Kirchenväter, die die gnostischen Texte verdammten, rausgeschrieben, die Zitate. Und die dann aneinandergereiht. Und dadurch entstand der erste Eindruck der Gnosis, also der Hans Jonas. Der hat auch also sehr interessant über die... Und dann Hans Leisegang. Heißt er auch Hans oder weiß ich nicht? Leisegang. Leisegang und Jonas sind die beiden, die so grundlegende Werke über die Gnosis geschrieben haben. Ja? Und das ist wirklich eine Offenbarung. Ja? Und die haben natürlich auch diesen Glauben an die Kreuzestheologie total verurteilt. Ja? Weil das ist einfach ein destruktives Symbol. Ja? Ein Toter am Kreuz, ein Ermordeter und das noch gedreht als Heilstat, das ist sowas Abstruses, da kommt die Seele gar nicht mit. Ja? So abstrus. Also und ich glaube auch, dass genau diese Handlung, ich glaube, die wird nur bei Johannes, wenn ich das richtig erinnere, nur bei Johannes wird das unmittelbar vor der Kreuzigung erzählt. Manche setzen das an den Anfang und da wird es unsinnig im Grunde genommen. Damit hat er das religiöse Establishment seiner Zeit angekratzt und da war er schon des Todes. Und das ist die Ursache für seinen Tod, ja? Dass er das gemacht hat. Denn die Priesterschaft, die hat von diesen Opfern gelebt. Man sagt, die haben am Tag bis zu 1000 Tiere geschlachtet. Das muss ein Schlachthaus gewesen sein, dieser Tempel. Ja? Und alles Blut, das da floss. Und dann hatten die Priester selber zu essen, weil die Leute, die die Opfer da brachten, also die da also ihre Kuh bezahlten oder sie da auch kauften, die durften nichts davon mitnehmen. Das wurde nicht aufgeteilt, dass sie dann Fleisch hatten. Denn ganz früher war es ja so, dass jede Schlachtung galt als Opfer. Weil die wussten schon, dass sie hier Tiere töteten. Und das wurde nur zum eigenen Leben benutzt. Und dafür haben sie dann um Verzeihung gebeten, haben für sich und das Tier gebetet, dass das eben vergeben wird, dass Blut vergossen wird. Und dann haben diese, ich sage jetzt mal, das war eine kriminelle Priesterklique, die haben dann ein Gesetz erlassen, dass nicht mehr diese Hausschlachtung anerkannt werden als Opfer, sondern dass man die Opfer zentral am Jerusalemer Tempel bringen muss. Und jetzt stellt euch mal vor, der Bauer also, der seine Kuh schlachten will, der muss sie jetzt zum Tempel bringen. Ja, je nachdem, wie weit vom Tempel er entfernt wohnt, ist die abgemagert, bis er da ankommt. Und das mussten ja unfehlbare Tiere sein, die mussten makellos sein. Der Herr mag nichts Fehlerhaftes, der mag auch keine Behinderten. Ja? Und dann wurde gesagt, ja, dann kauft das doch am Tempel. Ja? Da haben wir die ganzen Fehlerfreien, was natürlich wieder viel teurer war. Ja? Und dann wurde von den Priestern vorgeschrieben, ach, jetzt mein Sonderopfer für irgendwas. Ja? Das heißt, die Priester legten willkürlich fest, wie viel Opfer sie verlangten und wofür es ein Rind sein musste und wofür eben zwei Tauben. Aber nach Jesu Geburt haben die Eltern ja auch dann zwei Tauben geopfert. Das war das Armenopfer. Ja? War das Geringste, was man machen konnte. So, das heißt, es war das Geschäft
der Händler, woran wieder natürlich die Priester verdienten. An den Opfern verdienen die Priester auch, weil sie erstmal ihr großes Festmahl haben konnten. Und es war immer sehr viel mehr, als sie überhaupt essen konnten und sich erhalten konnten. Sie konnten das ja trocknen, kühlen und so weiter, aber es war immer noch was übrig. Und das wurde dann auf dem Markt verkauft. Und das machten natürlich auch andere Religionen. Und das war dann dieses Götzenopferfleisch. Ja, beschäftigt natürlich. Ja, natürlich, musste ja. Musste ja, es musste ja das Blut rausfließen. Ja, beschäftigt. Und das ist natürlich grausam. Da müssen unheimliche Szenen sich in diesem Tempel abgespielt haben. Ja, und eben, und diese Tötung als heilige Handlung hinzustellen, als heilige Handlung, die nur im Beisein eines Priesters vollzogen werden durfte, also ich meine, die Leviten, die den Priestern dienen, die mussten natürlich die ganze Drecksarbeit dann machen, ja, aber das Zustechen musste dann der Priester machen, und das war das heilige Opfer für Jahwe. Was war das für ein Gott, der sowas wollte in seinem Tempel? Es ist wahnsinnig. Ja? Und es wird nie richtig aufgearbeitet. Und daran nimmt der Paulus jetzt, das nimmt er sich zum Beispiel. Ja? So wie da eben die Tiere ja geopfert wurden, so wurde eben nun Jesus geopfert. Aber nun braucht es auch keine Opfer mehr, es ist jetzt das letzte Opfer. Gut, man kann vielleicht sagen, er hat eine gute Tat getan, er hat dann damit letztlich das Opfer abgeschafft. Aber das Opfer abgeschafft hat im Grunde genommen die Römer, indem sie den Tempel zerstört haben. Das war die Abschaffung des Opfers, aber nicht Paulus. Ja, und vor allen Dingen, wie du sagst, ja, Jesus hat das abschaffen wollen, hat gesagt, lass das sein, das ist nicht in meinem Sinne. Und dann wird er zum Blutopfer des Gottes erklärt. Das ist so abstrus. Und ich frage mich, wie konnten Theologen das 2000 Jahre mittragen und das zulassen, dass das in der Gemeinde der führende Glaube wurde? Ich kann es nicht begreifen. Ich kann es nicht begreifen. Und es ist wieder wirklich die Frauenfeindlichkeit, die verhindert hat, dass der wahre Glaube sich dann verbreitet. Ja? Aber ich meine, er ist ja in den Evangelien noch vorhanden geblieben. Das muss man ja nun sagen. Es ist ja nicht untergegangen. Aber ich habe mir an die Agenten der Kirche angeguckt. Ja? Jesus wird höchstens bestimmt ein Viertel der Predigten. Der Paulus hat ungefähr die Hälfte, nimmt er ein. Also es sind sehr viel mehr Paulus-Texte als Jesus-Texte im Gottesdienst. Das kann natürlich von Gemeinde zu Gemeinde variieren. Aber ich weiß, ich war erschrocken. Eine feministische Theologin, das ist eine Weile her, war ich in Dortmund. Die Osterpredigt. Also das ist ja toll. Toll, eine Feministin. Die wird ja. Und was verkündigt sie? Petrus, der Erstzeuge der Auferstehung. Ja? Und alle Evangelien sagen, es war Maria. Und ich bin hingegangen zu ihr, die hatte gar keine Antenne dafür. Da habe ich gedacht, was ist denn an der feministisch? Ja, die predigt das, was die Agenda dann vorgab. Dann haben die auch vorgeschriebene Predigten zum Teil. Ja, die brauchen sie dann nur noch abzulesen. Das heißt, sie machen sich gar keine eigenen Gedanken mehr darüber. Also es ist Horror, wirklich Horror, was da läuft. Ja? Und ich meine, was könnte man schon ändern, wenn man diese Maria Magdalena, die ja als große Sünderin in die Geschichte eingegangen ist, und viele sehen sie ja noch heute in ihr, ja, und dann wird sie noch mit der Maria von Ägypten identifiziert, ja, da wird ja dann die frühe Geschichte erzählt. Das ist so eine Legende von einer Sünderin, also Hure, die aus Leidenschaft Prostituierte war. Und die dann aufs Schiff ging, dann sollte das die Erhebung des Kreuzes in Jerusalem, die sollte gefeiert werden. Ja? Und dann an Bord gegangen, hat sich an Bord wieder prostituiert und damit die Überfahrt bezahlt. Und dann heißt es, dann wollte sie in die Kirche. Und da stand im Vorraum der Kirche ein Bild von der Jungfrau Maria. Und diese Maria von Ägypten war magisch angezogen von dieser jungfräulichen Gestalt, von der Unbefleckten, also ihr Gegenbild praktisch, ja. Und ja, die ließ sie nicht in den Tempel. Sie konnte nicht weitergehen. Also sie konnte dieser Erhebung des Kreuzes, konnte sie nicht beiwohnen. Und es hat es immer wieder versucht, ist immer wieder stehen geblieben und hat dann gemerkt, ich muss meinen Lebenswandel ändern. Ja? Und dann hat sie das letzte Geld, was sie hatte, hat sie dann in drei Brote getauscht, ist mit den drei Broten in die Wüste gegangen und hat 37 Jahre in der Wüste gelebt. Und es hieß, so lange, wie sie Prostituierte war, so lange hatte sie Probleme mit der Einsamkeit und diesem Verzicht auf Sexualität,
Und nach diesen Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, waren es 27 Jahre oder wie, jedenfalls nach diesen Jahren gab ihr Körper Ruhe und sie konnte dann erst richtig in ihre Meditation einsteigen. Und irgendwann, also ihre Kleider waren inzwischen alle vom Leib gefallen und sie hatte nur noch ihre langen Haare. Das ist dann immer diese Maria, nur noch mit dem wallenden Haar bedeckt. Und dann kommt ein Mönch, Zosima, oder wie hieß der? Die Mönche gingen ja dann auch immer in die Wüste, in die ägyptische Wüste. Und der kommt dahin und begegnet ihr. Und dann legt sie ihre Lebensbeichte ab, erzählt ihm ihre Geschichte. Und dann sagt sie, weißt du, ich hätte noch einmal das Abendmahl. Ich habe noch nie das Abendmahl genommen. Sie hat davon gehört, von den Christen und so weiter. Und hat auch christlich meditiert, kannte keine Texte, nichts. Nur von den Erzählungen. Und dann sagt sie, könntest du das nächste Mal, wenn du wiederkommst, mir das heilige Abendmahl geben? Und dann geht er also wieder zurück ins Kloster und ein Jahr später kommt er wieder und will ihr das heilige Abendmahl geben. Und da ist sie gestorben, ist im Lichter in der Wüste und hat noch irgendwelche Worte in den Sand geschrieben, dass er sie bestatten möge. So. Und dann will er sie bestatten und dann ist der Erdboden aber so hart und verkrustet. Oben ist Sand und darunter ist fest. Und dann schafft er das nicht und dann kommt ein Löwe und kratzt mit den Pfoten, vielleicht war es auch eine Löwin, kratzt mit den Pfoten und hilft ihm, dies Grab zu schaufeln. Und dann kann er sie ehrwürdig begraben und geht er zurück ins Kloster und dann erzählt er den anderen und dann geht die Legende rum. Das ist die sogenannte Maria von Ägypten und damit ist dann Maria Magdalena identifiziert worden. Ja, weil sie ja eben auch als die Hure galt und weil jeder rätselt, was sind die sieben Dämonen, die Jesus von ihr ausgetrieben hat. Ja? Und sie erzählt dann aber später, diese Stufen der Seele, das sind auch sieben Stufen, die Seele gehen muss, und dass da ganz andere Zusammenhänge ursprünglich waren und dass daraus dann die sieben Dämonen gemacht worden sind. Dass das nicht so ursprünglich der Text war. Ja. Also ich meine, ich habe ja gerade dieses Buch Maria Magdalena geschrieben, um diese ganzen falschen Bilder auch zu korrigieren und zu zeigen, was man dahinter entdecken kann, hinter dieser Frau. Ja? Aber ich meine, die Kirche hat kein Interesse daran. Es ist viel zu spät. Wen juckt das heute noch? Also ich muss sagen, als ich nach Bayern kam und habe dann auch so einige Wallfahrtsorte mal besucht, weil ich einfach sehen wollte, was da so abgeht, ich war so beeindruckt von den ganzen Tafeln, überall stand, Maria hat geholfen. Ich denke, wieso? Das war gar nicht Gott und Jesus? Weil es ja immer Maria hat geholfen. Die waren sich so sicher, ja, das fand ich irre. Und es stand nie, Gott hat geholfen. Und ich meine, das heißt ja andererseits, sie dürfen ja gar nicht die Maria direkt bitten. Das heißt, sie müssen Maria bitten, dass entweder Jesus oder Gott das macht. Und dass ihr... Also mir haben katholische Theologen immer wieder gesagt, Maria wird nicht angebetet, sie wird verehrt. Und wenn man sie anbetet, ist man raus aus dem christlichen Glauben. Ja? So. Und man darf ihr nur einen Auftrag geben, dass sie dann zu Gott bittet, dass da, was weiß ich, geholfen werden soll. Ja? Aber die Leute wissen, Maria hat geholfen. Das finde ich toll. Ja, ich habe dieses Moment der Volksfrömmigkeit völlig unterschätzt, also bevor ich überhaupt mich richtig damit auseinandergesetzt habe. Man hat immer nur gesagt, die Kirche ist die Strippenzieherin, aber sie ist nur die, die verstärkt oder mildert. Ja? Aber die dann am Ende, wenn es doch nicht anders geht, dann eben sogar ein Dogma verkündet, auch wenn es innerkirchlich überhaupt nicht so opportun ist. Und das muss ich sagen, das ist eben wirklich sehr viel Volksfrömmigkeit. Und das ist für mich auch dann, dass im Volk ja auch sehr viel Matriarchales lange, lange aufgehoben wurde. Ja? Und dass das eben bis heute noch weiterlebt, finde ich schon beachtlich. Ja? Auf jeden Fall. Aber ich meine, dass die Kirche das zulässt, wundert mich. Ja, weil das ja ihre eigene Theologie beim Haufen wird.